3, 2, 1, ihr Lieben. Es ist Montag. Wir sind live für euch. Natürlich wieder mit Verspätung. Wir schaffen es nicht, pünktlich zu sein. Ich weiß gar nicht, ob wir es nächstes Jahr wieder wirklich um 19 Uhr dieses Live-Cooking immer machen können. Vielleicht müssen wir auch mal aussetzen. Keine Ahnung. Vielleicht ihr könnt uns, ihr könnt uns ja mal ein Feedback 1, 2, 3, ein Feedback geben, was euch am besten gefällt. Ob wir live bleiben sollen, ob ihr Ideen habt, wie auch immer. Auf alle Fälle, uns macht es ja immer Spaß. Ja, natürlich. Und heute habe ich die Gesine im Schlepptau. Liebe Gesine, ich habe dir ein Rezept geschickt. Ja. Hast du es ausprobiert? Ich habe es nicht geschafft am Wochenende, aber kriegen wir hin. Es gibt ein ganz leckeres Rezept. Ich mag es total gerne. Es ist ein super leckerer Hackbraten. Und wenn ihr euch die Zutaten zur Weihnachtszeit alle schon mal in Vorbereitung kauft, dann habt ihr so zwischen den Feiertagen ein leckeres Rezept, wo keiner meckert, da muss Fleisch dran, da ist genug Fleisch dran, da ist nämlich Hackfleisch dran. Es ist Rumford in der Mitte ein bisschen, ne? Ja, Pizza-Hackbraten einfach. Alles, was so wahrscheinlich du in den Feiertagen wieder rumliegt und fort muss, genau, kann da rein. Genau, also alles, was sonst auf eine Pizza kommt, da ist auch alles Mögliche drauf. Stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also, Rezept kommt für euch zum Nachkochen. Und ich freue mich auf deinen Tupper-Tisch, liebe Gesine, den du uns hier zeigst. Und wir holen mal ein bisschen dichter. Wir haben noch nicht mal vorher fotografiert. Also irgendeiner. Und Dina, bist du noch so lange wie Tina beschäftigt mit ein paar Fotos hier so aktiv? Schaffst du das? Einfach fotografieren. Nur fotografieren. Brauchst du nicht? Bleib sitzen, ich bin bei. Also, nichts Neues. Ja, Sani. Ich mach wieder. Genau. Genau. So, liebe Gesine, leg mal los. Was wollen wir heute machen? Wir wollen den Pizza-Hackbraten machen, natürlich aus ganz normalem Hackfleisch, wie ihr es kauft. Würzt ihr, wie ihr es mögt, mit Brot, mit eingeweichten Brotbrötchen, mit Zwiebel, bisschen Knoblauch, Salz, Pfeffer. Im Rezept steht dann, wenn wir es fotografieren, Pizzagewürz. Aber ich muss euch tatsächlich sagen, Gewürzriese, ich muss dichter kommen. Der hat tatsächlich schon Farbe angenommen, seht ihr das? Und da ist nämlich ein Fleischgewürz aus dem Urlaub drin. Und das kaufen wir jetzt jedes Jahr wieder. Und da kriegt einfach jedes Fleisch zu Hause bei uns. Mein Mann nutzt das immer und ewig. Kriegt da einfach so ein kleines i-Tüpfelchen und das habe ich stattdessen mitgebracht. So ein Gewürz haben wir auch zu, das heißt Lothar-Gewürz. Das ist keine Ahnung, mein Mann nennt es einfach, ich weiß gar nicht. Wie heißt denn dein Mann? Fleisch. Mein Urlaubsgewürz. Ja. Volkergewürz? Oder oh ja, wenn der Lohn von Volker. Nee, er sagt mir irgendwas dazu. Wir holen es aus der Türkei, aber er sagt nicht Türkei-Gewürz. Er sagt irgendwie, keine Ahnung. Urlaubsgewürz. Ja, ne? Genau. Genau. Und ich habe nämlich gedacht, damit ich mich nicht zweimal einmatsche, ich habe mir auch vorsorglich Handschuhe mitgebracht, ich würde erstmal anfangen mit dem Schnibbeln mit unserem Extra-Chef, nämlich mit den Zutaten, die eigentlich so diese Pizza-Zutaten sind. Kann ich euch nochmal stören? Wir den Herd vorheizen? Nee, es geht in die Mikrowelle. Ah, okay. Ich habe hier schon mal so ein bisschen geviertelt eine Paprika drin, es kommt eine Tomate rein, es kommt Salami, Kochschinken, Käse und die habe ich natürlich mitgebracht in unserer Cool and Fresh Stapelei, will ich mal sagen, die ihr euch aktuell im Dezember noch für jede Party oder Sammelbestellung, WhatsApp, Live, Sammelbestellung, als Gastgeberin-Geschenk holen könnt. Und das solltet ihr machen. Dieses Teil, also ich musste echt zu Hause heute Morgen umfüllen und andere Behälter lassen zu Hause für die Wurst, weil die ist bei uns immer in Benutzung. Ich konnte das gar nicht gleich so mitnehmen. Ich musste umstapeln, damit mein Mann heute Abend auch noch Wurst im Kühlschrank hat. Ne? Und deshalb fange ich mal an, nehme den Deckel vom Turbo. Genau, natürlich, wie Kerstin eben gezeigt hat, gibt es ihn jetzt in richtig schick edelweiß. Und ihr seht bei mir, ist noch mit Gelb abgesetzt. Also deshalb weiß ich auch, das ist meine. Ich kann hier mit keinem durcheinander kommen. Genau. Also, ich habe hier schon mal die Paprika drin und schneide die schon mal ein bisschen klein. Dann gebe ich nachher nur die Tomate dazu. Du hast auch keine Lust, mit Händen zu schnippeln, ne? Nö, das macht alles der. Würde dann das kurz in eine Schale geben, Wurst und Käse dazu machen, weil ich glaube, wenn alles auf einmal drin ist, ist es ein bisschen zu viel. Ich würze dabei, das kannst du auch machen, ja.
Das ist schon mal klein. Habt ihr mitgezählt, wie oft ich gezogen habe? Nicht viel, ne? Zwei, drei Mal. Ja. Ganz schnell. Und die Tomate püschen wahrscheinlich auf nicht mal Vierteln, aber ich mache es jetzt. Wir haben gar keine Schürznummer. Ich muss später. Naja, ich habe hier so, wir sind in Tupperdress, also. Naja, und schmutzig machen tun wir uns nicht. Nee, Quatsch. Aber ich mag das Hackfleisch nicht einfach. Das passt. Guck mal hier. Möchtest du das? Nee. Musst du ja nicht. Ich hole mir meinen Helfer. Ich mache das ja immer mit dem. Wo ist der bei uns? Wen meinst du jetzt gerade? Ich habe so einen mit. Unseren offenen Schneebesen. Ihr Lieben. Ach, die Tomate kann noch ein bisschen. Wo ist der denn schon wieder geblieben? Ich guck mal hinten. Ansonsten könnt ihr natürlich auch den Tellerbesen nehmen, weil Cassie passt das doch nicht an. Das ist doch. An die Hände Hackfleisch, das mag ich gar nicht. Das macht ich auch nicht. Also da bin ich irgendwann zu gekommen. Und ich persönlich mag ja auch nicht Hackfleisch abschnecken. Ne? Also bei mir gab es immer entweder zu scharfes oder zu nüchtern. Ne? Und wie gesagt, man findet dann nachher irgendwann so raus, wie es funktioniert. Und ja, die Familie muss sich damit arrangieren. Ne? So, ihr könnt schön Zwiebel ranmachen. Genau. Ihr könnt auch schön Knobi ranmachen, wenn ihr wollt. Ich greif mal hier drüber. Und ordentlich Salz, Pfeffer und natürlich das tolle Gewürz. Natürlich könnt ihr auch anders würzen. Ihr könnt mit Zwiebelsuppe und ein bisschen Milch auf 500 Gramm eine Tüte Zwiebelsuppe würzen. Ist nicht meins, weil ich weniger mit Tüte arbeiten möchte, sondern wirklich mit frischen Sachen. Denn in Tüte ist immer ein bisschen drin, was ihr nicht essen wollt. Wenn es schnell gehen muss, dann geht es auch mal mit Tüte. Ne? Ihr gebt mir recht. Ja. Man kann allerdings alles wirklich auch sehr, sehr schön einfach selber herstellen. Und ihr seht schon, wie viel muss ich denn von deinem... Doch, einfach frei Schnauze, was du so möchtest. Aber das ist mir zu wenig. Ich gehe dann mal auf die andere Seite. Das riecht richtig gut. Das ist bloß nicht... Geruchsfiesbuch haben wir noch nicht. Ich glaube, das ist schon mal gut. Ja, das reicht schon. Und wer jetzt gedacht hat, das funktioniert nicht, hätte ich am Anfang auch nicht gedacht. Salami ist schwierig zu zerkleinern, aber Kochschinken ist mega gut, wirklich schön klein. Salami schnippel ich sonst immer mit der Hand. Ach, das ging aber auch jetzt schön. Muss ich Salz und Pfeffer trotzdem ran? Kannst du ruhig ein bisschen Salz und Pfeffer, ja. Und unser Käse. Ja, den hast du zweimal geschnitten und dann kann der hier auch klein gemacht werden. Ja. Das geht nämlich auch super. Den Deckel machen. Ich weiß, aber ich mache erst rein, damit ich sehe, wie viel ich da reinmache. Ich kann ja nicht Pi mal Daumen. Ich bin ja nicht so ein... Aber es kommt nicht wirklich viel raus. Kein richtiges grobes, ne? Ist mehr so ein feines Salz. Ja, ich habe mich mal verkauft, aber deshalb habe ich gesagt, ich muss es dann hier in die Mühle. Ich habe auch ausprobiert, ob es nicht durchläuft. Hm. Irgendwann kriegte ich mal kein grobes Salz. Und als ich das zu Hause habe, habe ich gedacht, nee, eigentlich ist das ein bisschen zu... Ja, und das wird richtig schön fein da drin, in unserem großen Extra-Töpf, ne? Also im Supersonic aus der Familie und ja, aber das gefällt mir schon so. Komm mal ein bisschen dichter. Schaut mal. Ja, schön. Schon fast Raspelkäse. Guckt mal, ich hol mir mal den Deckel von der Gesinde. Brauche ich auch nicht mehr. Und ich fasse immer so unter. Damit habe ich besseren Hals. Und anders, bis ich im Leerlauf bin, auch rucki zucki zerkleinern. Auch hier unsere Zwiebel. Heißt ja nicht umsonst Rasenmäher für die Küche, ne? So, ich sehe schon. Und er heißt wieder umsonst Reizhall. Seht ihr mal, dass ich hier so fast alles schön sauber raus habe. So, ein Gläser haben wir noch, der soll mit rein. Zwiebel, ich war gerade heute Zwiebel. Messer setze ich zu Hause gerne immer wieder rein, bis ich es dann wirklich abwasche. Weil mittlerweile ist bei uns ja auch ein Enkelkind unterwegs. Nicht unterwegs, also in der Küche unterwegs. Oder kleine Kinder. Wenn die da rein, ist schon ein Jahr geworden. Oh. Ja. Und das will man ja nicht, dass die da reinfassen. Also immer erstmal das Messer weglegen und dann nachher an Handwaschbecken das Messer schön unter dem heißen Wasserstrahl sauber waschen. Und dann kommt es entweder auch in den offenen Behälter zum Trocknen oder ans Fensterbrett, damit es einfach schön trocknen kann. So, Hackfleisch ist, denke ich, mal gut vermischt. Ja, das denke ich auch. Ihr könnt es mit den Händen natürlich mischen, das darfst du dann machen.
Ich nicht. Ich knete da nochmal durch. Ja, das ist dann schöner. Und wenn ihr den offenen Schneebesen nehmt, geht das auch viel besser. Ich weiß gar nicht, wo der hier schon wieder geblieben ist. Ich habe ihn nochmal. Wo habe ich ihn denn? War er im anderen? Ja, der war schon weggeräumt. Weil hier könnt ihr natürlich, aber machen wir den jetzt schmutzig. Nee, du machst das mit den Händen, ne? Den stellen wir erstmal wieder an seine Stelle, wo er hingehört. So. Und dann nehme ich nur natürlich mein, also ich glaube, wer mit mir tuppert, der weiß, dass ich dieses Produkt in der Küche liebe. Das ist mein Ultra 3,5 und ihr seht vielleicht auch, der sieht auch benutzt aus. Das soll auch so sein, weil ich habe den fast wöchentlich in Benutzung. Mindestens eine Größe der ganzen Ultras, die ich habe. Aber auf den gehen wir gleich nochmal genauer ein, weil erstmal wollen wir ihn zum Brutzeln bringen. Und hier kommt jetzt erstmal so in etwa die Hälfte von dem Hackfleisch rein, was die Kerstin schon mal so grob vorgeknetet hat. Das will nicht alles ab hier. Ja, aber das kriegst du schon hin und wenn nicht, bleibt das dann halt für den Abwasch. So. Okay. Und da kneten wir nochmal durch ein bisschen. Also das habe ich mir doch tatsächlich so mit den Jahren, wie gesagt, zu Anfang konnte ich es überhaupt nicht abschmecken. Und ich wollte es auch nicht anfassen. Das war ja ich muss ja mal. Und von daher, ja, nun geht es. So. Und es ist aber auch eine schöne Masse geworden, also das bindet alles schön. Das ist alles gut und davon kommt jetzt so in etwa, ich mache einfach mal hier sofort mit der Hand, die Hälfte kommt hier schon mal in meinen Ultra rein. Und bei dem, was wir jetzt machen, das ist ja Fleisch, ist immer so meine Eselsbrücke mit den Gästen, immer wenn Fleisch drin ist, muss es nicht extra gefettet werden. Aber wenn ihr vielleicht was backen wollt, Ultra ist ja auch wunderbar, um Brot zu backen oder auch einen kleinen Topfkuchen, den man dann gut rausstürzen kann. Da fette ich immer ganz gern. Und fetten bitte mit Butter oder Fett, nicht mit Öl. Öl backt sich, brät sich einfach zu doll ein bei der Hitze. Und deshalb ist es einfach mit Fett immer am besten. Und das dann in dem Moment, wenn ihr backt damit. So, und da drauf kommt jetzt schon mal unsere Pizzamischung. Nee. Was? Ja. Erst die Soße? Nee, erst müssen wir noch mal ein bisschen mehr... Hast du abgeschmeckt gerade? Okay. Nein, aber da kommt immer noch ein bisschen Pizza-Hackgewürz drauf, weil innen drinne... So. Das soll ja schön würzig werden. Das ist die Geheimzutat, das kriegt man nur mit, wenn man auch im Live-Video dabei ist. So, dann kommt das jetzt rein. Ich nehme mal meinen Topfschaber ab. Alles rein. Ihr seht schon, kinderleicht schon und einfach. Bunt. Janine, das halten wir gleich noch mal in die Kamera. Okay. So, schön verteilen. Und das müsst ihr auch gar nicht schichten, ne? Also, guckt mal. Also einfach so rein. Ne? So geht das hier ins Bülüt. So, dann kommt, nein, erst... Kommt nicht, aber hier steht auch schon was, ein bisschen Barbecue raufstreichen. Aber nicht viel, nur ein bisschen. Und dann mit dem anderen nochmal überpinseln. Okay. Deswegen habe ich extra auch den Pinsel mitgebracht. Ja, ja. Christine hat gelesen und gelernt. So, und so möchtest du so vielleicht? Ja. Ja. So, und jetzt kommt der Rest. Genau. Schön drauf verteilen. Und der Rest der Barbecue, der kommt da oben drüber. Mmh. Ich freue mich schon. Es ist so lecker, das Rezept. Ich liebe das. Ich habe das immer zu der etwas anderen Mittagspause mit meinen Geschäftskunden gemacht. Das heißt, wir haben in den Betrieben die Stunde Mittagspause genutzt, habe mit denen gekocht. Das heißt, die Mitarbeiter haben den Einsatz der Lebensmittel bezahlt, beziehungsweise der Chef, wenn er spendabel war. Und dann habe ich mit ihnen halt einfach gezeigt, wie man innerhalb einer halben Stunde auch wirklich ein frisch gekochtes Mittagessen auch im Büro zubereiten kann, wenn man eine entsprechende Mikrowelle oder halt einen Backofen auch in dem Betrieb, in der Betriebsküche hat. Und ich glaube, das könnt ihr auch teambildende Maßnahmen im Betrieb machen. Ladet euch einen Partymanager ein, der mittags Zeit hat, der kommt eine Stunde vorher, bereitet das alles vor. Der übernimmt auch gerne mit euch dann in Vorbereitung den Einkauf. Ihr zahlt dann halt euren Obolus und ihr dürft eure Bestellungen auch noch loswerden. Vielleicht gibt euer Chef ja auch noch ein bisschen dazu. Man hat ja jeden Monat so als Arbeitnehmer manchmal die Möglichkeit, auch so schöne zusätzliche geldwerte Leistungen zu bekommen vom Arbeitgeber. Janine, du kennst dich doch da aus. Wie heißt das richtig? Das sind Gutscheine. Das sind Gutscheine für Arbeitsleistung, die man dann allerdings gleich wieder in Tupperware umtauschen sollte. Sachgutscheine. Sachgutscheine, also keine Geldgutscheine.
sondern das ist dann speziell für eine Brotbüchse, für eine Mikrowellenschüssel, für eine Thermoskanne. Ja, bist du damit zufrieden? Ja, ihr Lieben, wartet, ihr kriegt ein Foto. Das ist einmal fertig. Und so geht es jetzt mit Deckel, damit es auch schön saftig wird, in die Mikrowelle für 25 Minuten. Auf 600 Watt. Ihr müsst keine höhere Leistung machen. Gesine wird euch gleich was zum Ultra erzählen, denn das braucht ein bisschen im Ofen. Und ich habe eine kleine Überraschung. Ich habe ein leckeres Dessert für euch vorbereitet. Nein, mache ich mit euch. Vorbereitet habe ich das gar nicht. Genau, und damit ich noch mal ein bisschen auf den Ultra eingehen kann, ich komme einfach nach vorne zu euch. Ich finde, ich bin hier einfach immer viel zu weit weg. Habe ich mir noch mal einen Nigelnagel 9 geholt und der noch nicht benutzt. Wo fange ich an? Er ist total leicht. Ihr seht, ich halte ihn mit beiden Händen. Das ist deshalb wichtig, weil er im Backofen und in die Mikrowelle, wo er rein darf, natürlich auch warm wird. Und damit ihr euch nicht erschreckt beim Anfassen, nutzt auch wirklich Backhandschuhe und nicht Omas gehäkelte Handschuhe, wollte ich gerade sagen, Topflappen. Weil Oma macht manchmal Lochmuster und dann erschreckt ihr euch, lasst ihn fallen und das soll natürlich nicht passieren. Das wollen wir nicht. Aber der Effekt beim Ultra ist, ich habe eben schon mal gesagt, ich nutze ihn ganz viel für alle Fleischgerichte. Am Wochenende gab es bei uns in der Nummer größer gerade mal wieder eine Ente. Mein Mann und ich haben sie fast aufgegessen. Es ist noch eine Portion heute übrig geblieben und noch so ein Brüstchen kommt in Geflügelsalat. Aber die war wirklich sehr lecker. Und beim Fleisch braucht ihr tatsächlich kein Fett dazugeben. Ihr gebt einfach eure Ente, so wie ihr sie würzt zum Beispiel in den großen Bräter, oder ihr gebt euren Gulasch mit allen Gewürzen einfach hinein, weil ihr werdet erstaunt sein und probiert auch vielleicht einfach mal einen ganz stinknormalen Hackbraten aus und ihr werdet erstaunt sein, wie viel Bratensaft sich wirklich von alleine bildet. Und das Wichtigste ist noch, dass ich wirklich zu 90% mit Deckel arbeite. Denn erstens mal lässt der Deckel euren Backofen sauber, denn wenn ihr nur den Behälter reinstellen würdet und es bildet sich dieser leckere Bratensaft, der verpufft ja im Backofen und schon muss ich mich da wieder reinhängen und muss den Backofen schrubben. Und das möchte ich garantiert nicht. Also ich habe meine Küche zum Kochen und nicht nur zum Putzen. Und deshalb ist es entscheidend, dass der Deckel drauf kommt. Und ihr hört, der Deckel ist zwar verschlossen, aber trotzdem locker. Der ist nicht irgendwie angesaugt oder angepresst. Und das ist auch dadurch, weil unter anderem im Deckel hier so umlaufend, ihr seht es, so ein kleiner Rand von so etwa Zentimeter ist, der in den Behälter hineingreift und natürlich auch im Behälter habt ihr so die Kante, wo der Deckel gut reinfassen kann und ihr seht auch diese kleinen Ausschüttöffnungen, wo ihr dann vielleicht später auch den Bratensaft ausfüllen könnt. Beim Bratensaft sind wir zum Beispiel schon bei unterschiedlichen Handhabungen. Ich mache es tatsächlich so, wenn mein Braten darin fertig ist und der Bratenfond, der Saft noch im Behälter ist, möchtet ihr davon ja eine Soße machen. Ich fülle mir den tatsächlich in den Topf um und rühre meine Soße auf dem Topf. Bye bye, bis bald. Das mag ich am liebsten so. Ne, dann kommt da meine Mehlschwitze rein. Oder vielleicht auch noch der Schuss Sahne oder Schuss Rotwein muss natürlich an den Entenfond ran. Und dann mache ich meine Soße tatsächlich im Topf auf dem Herd. Aber es gibt eben auch ganz viele Kunden und auch Beraterinnen, Kollegen, die im Ultra direkt ihre Soße, ich sag mal, im Backofen machen. Das funktioniert genauso gut und ihr braucht euch dann keinen Topf mehr herausholen, weil ganz einfach, der Backofen ist ja nicht sofort kalt, wenn ihr euer Fleisch rausnehmt. Bratenfond bleibt da drin, ihr gebt eure Mehlschwitze einfach dazu, quillt das einmal unter mit dem Rührbesen und stellt es dann nochmal so zum Aufquellen 5 Minuten vielleicht in etwa in den Backofen. Und dann ist eure Mehlschwitze mit dem Bratenfond auch so aufgequollen, bisschen angedickt, dass ihr das dann gleich als Soße verwenden könnt und gebt es dann vielleicht für den Tisch in die Sauciere oder wie ihr das so machen möchtet. Also das ist schon mal der Effekt, dass ihr, dass sich gut Soße bildet. Und warum bildet sich diese Soße? Weil euer Ultra, und da kann ich eigentlich für jede Größe Ultra sprechen, jeder Ultra hat im Deckel so eine Beule. Also quasi, wenn er so drauf ist, seht ihr es von oben auch, dass er hier so leicht vertieft ist. Und diese Beule
im Deckel, die sorgt dafür, dass euer Bratensaft, der ja nach oben geht, ne, wenn kein Deckel drauf wäre, würde er sich im Backofen verteilen. Aber dank des Deckels sammelt er sich an dem Deckel, an der Deckeloberseite, sage ich jetzt, an dem Deckel, ja, ne, Behälteroberseite. Und immer in dieser Mitte sammelt er sich und tropft auf euer Fleisch, auf euren Braten zurück. Und dadurch ist schon mal sichergestellt, dass der Braten immer richtig schön saftig bleibt. Und dann kommt noch der Effekt dazu, dass der Behälter ja komplett die Wärme aus dem Ofen annimmt und auch durchlässt. Und dadurch habt ihr auch diesen Bräunungseffekt. Und das hat mich eigentlich relativ schnell, ich weiß gar nicht, wann ich mir den ersten Ultra gegönnt habe. Also es ist, muss schon zu Anfang meiner Beraterinzeit, und das war 2004, also ich bin schon 18 Jahre dabei, und relativ schnell hatte ich ein Ultra und habe alle anderen, ich will mal sagen, Bräter aus meiner Küche entsorgt. Das war auch mein erster. Ja, also ich weiß, dass ich mit der Pengschüssel und mit Eidgenossen angefangen habe, aber ich denke, der Ultra war einer meiner ersten höherwertigeren Produkte, will ich dann mal fast sagen. Mein allererstes Tupperbrot, ja, das ich mir gekauft habe. Genau, und wie gesagt, also Fleisch mache ich da wahnsinnig gerne drin. Aufläufe gehen wunderbar. Und was ich natürlich auch gern mache, sind Brote. Eins der schnellsten Brote ist ja unser Bierbrot. Ich glaube, das haben wir hier auch schon mal sicherlich in irgendeinem Live-Cooking gemacht. Aber es gibt so viele Brotrezepte, und das habe ich ja anfangs schon mal kurz gesagt. Beim Brotbacken zum Beispiel fette ich ganz leicht. Ich habe es jetzt am Freitag endlich mal wieder eine Live-Party gehabt, eine tolle Live-Party. Danke an meine Gastgeberin in Oettelin und alle Gäste, die da waren. Falls irgendjemand aus der Runde wen auch kennt aus Oettelin. Und da haben wir auch das Brot gebacken, und die Gastgeberin hatte schon ganz viel anderes an Dips und Desserts und was auch immer vorbereitet. Sie ist auch Köchin und kann das. Also der Tisch war schon reich gedeckt. Und mit meinem Brot konnte ich das alles noch vervollkommnen, will ich mal so sagen. Und wie gesagt, beim Brot fette ich es. Und auch beim Brot ist so erstaunlich, selbst wenn ihr helles Mehl verwendet. Und beim Brot mache ich es so, oder auch wenn ihr Geflügel drin habt und sagt, auch bei der Ente, jetzt soll die Haut noch ein bisschen überbrutzeln, dann lasse ich wirklich bis so 10 Minuten vor Garzeitende, lasse ich den Deckel definitiv drauf. Und dann nehme ich den Deckel nochmal kurz ab, lasse einfach von oben die Oberhitze wirken. Also bitte, der Ultra darf keinen Grill abhaben. Und also auch dran denken, wenn ihr vielleicht so Kombinationen Mikrowelle-Backofen habt, gibt ja auch schon alles in den neueren Küchen. Also meine noch nicht, ich habe das noch separat, aber in der Mikrowelle gibt es einen Grill, im Backofen gibt es einen Grill. Grill bitte ausschalten. Ganz normal Ober-Unterhitze nutzen oder auch die Umluft. Und dann, wie gesagt, lasse ich nur mein Brot nochmal die letzten 10 Minuten ohne Deckel ein bisschen überknuspern, oder eben auch das Hähnchen, die Ente, wo die Haut dann schön ein bisschen knusprig werden soll. Und dann ist es echt lecker und lässt sich auch wirklich plopp rausstürzen, weil ihr es dann halt vorher ein bisschen gefettet habt. Und ein kleiner Tipp noch, ich glaube, dafür habe ich noch die Zeit, Kerstin. Ihr könnt sogar den Deckel auch mal nutzen, wenn ihr einfach eine kleine Portion Kuchen für euch und den Mann, oder wenn ihr den größeren Ultra, den 5,7, 3,3 zu Hause habt, das ist ja eine eckige Form, und der Deckel hat dann fast schon wie so ein halbes Backblech. Also wenn ihr einen Kuchen habt, den ihr normal auf dem Backblech macht, passt eigentlich die Hälfte auf den Deckel von 3,3 Liter Ultra. Also könnt ihr auch mal den Deckel nutzen, um so einen kleinen Blechkuchen zu backen. Aber natürlich dürft ihr auch den Behälter nutzen, um wie einen Topfkuchen, den ihr dann also später ja auch aus einer anderen Form rausstürzen würdet, dafür könnt ihr es auch wunderbar nutzen. Und da bin ich auch beim Rausstürzen. Also bitte alles, was ihr aus dem Ultra essen wollt, bitte erst rausnehmen und dann schneiden. Nicht mit scharfen Gegenständen in den Ultra gehen, da verletzt ihr ihn euch. Und vor allem, wenn er noch im warmen Zustand ist. Und da habt ihr dann keine Freude dran, das wollt ihr nicht. Also immer erst rausholen, auf dem Brett legen und schneiden. Ja, was fällt mir noch ein, Janine? Fällt dir plötzlich noch was ein? Habe ich irgendwas vergessen? Einfrieren. Einfrieren geht auch, sage ich nur immer nicht, weil ich friere den nicht ein. Ich habe den in Benutzung. Wir mussten es wirklich einmal machen. Ja, ich auch. Ich auch tatsächlich. Irgendwie. Ich wurde mal irgendwie überrascht und ich hatte Rouladen angefangen. Mhm. Also Ofen aus, Deckel nur rauf. Vor vielen, vielen Jahren gab es auch mal einen extra Deckel zum Einfrieren, aber den haben wir nicht mehr. Wie gesagt, mir nimmt der Ultra auch einfach Platz weg im Gefrierschrank,
und ich will ihn benutzen. Aber wenn es mal so ist, ihr dürft ihn einfrieren. Und diese Maße, diese Temperaturen, die stehen auch alle immer unter eurem Behälter drunter. Kann also nichts schief gehen. Und ich sage auch immer, wenn es um die Hitze geht, über den Daumen 2 Stunden bei 220 Watt. Also drunter steht 250, aber keiner weiß, was der Herd so wirklich macht. Grad. Nicht Grad, was habe ich Watt? Grad meine ich natürlich Backofen. Hast du eigentlich erzählt, dass der gerade im Angebot ist? Nein! Und der ist natürlich gerade im Angebot. Ich rede mir schon wieder um Kopf und Kragen. Und der ist gerade im Angebot. Tatsächlich fast ein Drittel weniger. Also es ist der Hammer. Ich habe ihn am Freitag auch verkauft. Und deshalb freue ich mich immer, wenn ich ihn in Benutzung nehmen darf und er dann auch noch im Angebot ist. Wenn ich den Gästen sagen kann, das Tolle haben wir damit gemacht. Und jetzt kriegst du ihn auch noch günstiger. Also von daher 35 Euro weniger, ihr zahlt nur 80 Euro. Also kontaktiert euren Partymanager, eure Beraterin, kontaktiert mich, wenn ihr mich kennt. Ich sehe gar nicht, wer da oben alles dabei ist heute. Also von daher, diesen Monat noch, der Dezember hat tatsächlich 5 Angebotswochen. Eine ist schon rum, 4 haben wir noch. Und so lange bis zum 1. Januar, das ist der letzte Sonntag mit dem Dezemberangebot, haben wir ihn 3,5 Liter noch im Angebot. Genau. Gut. Zum Dessert. Genau. Und wenn ihr Gesine unterstützen wollt, die hat nämlich einen speziellen Wettbewerb. Ja. Die möchte so mit der AIDA schippern. Und ihr fehlt noch ein bisschen Umsatz. Also wer noch eine Party mit der Gesine buchen möchte, bis Weihnachten. Machst du eigentlich Urlaub zwischen Weihnachten und Neujahr? Nee, ich habe frei, ich bin nicht weg. Weil im Hauptberuf, WhatsApp geht immer. Genau, und in dem Hauptberuf ist unsere Gesine nämlich Kindergärtner und ihr macht zu den Kindergarten. Wir haben ihr dazu. Ihr habt auch Zeit zum Tuppern. Ja. Genau, also wie gesagt, wenn ihr Lust habt. Du, vor WhatsApp hat man immer zwischen den Festern 1 oder 2 Runden immer gehabt. Ja. Also, weil dann alle mal konnten. Ja. Genau, und wir machen Schlittenpartys im Neujahr. Und vorher machen wir noch Weihnachtspartys. Und ich habe versprochen, ihr kriegt ein weihnachtliches, schönes Dessert von mir. Pi mal Daumen. Rezept kann ich euch nicht sagen, ob es schmeckt. Wir werden das testen. Janine, du hast zu Hause Essen, ich weiß. Aber das Dessert mache ich in doppelter Menge, damit das für uns alle reicht. Und ich auch noch was mit nach Hause nehmen kann für morgen. Ich weiß nämlich noch nicht, wie ich morgen essen kann. Okay. Ich kriege mein Implantat hier unten, was jetzt ausheilen sollte. Ihr braucht auch nur 4. Wie machen die Kinder immer? Wie sagt mein Enkelkind? Oma, ich bin 4 Finger alt. Ne? Ist jetzt 4 Finger alt. Also ihr braucht Dominosteine. Gibt es überall im Moment zu kaufen. Ihr braucht Speisequark, ihr braucht Sahne und damit mir die Sahne nicht wegläuft, habe ich mal welche zum Schrauben genutzt. Sonst nehme ich immer wirklich die aus dem Becher, weil die ist genauso gut wie die. Ne? Und ihr braucht Mascarpone und ich war hier im Edeka, kriegt man alle Zutaten gekauft. Und für doppelte Menge, ich habe auch gleich 2-mal Dominosteine gekauft, einmal noch im Essen, habe ich 8,40 Euro bezahlt. Und wenn ihr so ein leckeres Dessert im Restaurant kauft, zahlt ihr bestimmt mindestens so 3-4 Euro pro Person. Nein, so das reicht ihr, nicht mehr. So kriegt ihr schon mal, denke ich, für 8 Euro für auch 8 Personen ein Dessert hin, locker. Das heißt, maximal Materialaufwand 1 Euro pro Person. Und wirklich ein leckeres, schnelles Rezept. Denn wer mich kennt, der weiß, bei mir gibt es nichts Kompliziertes. Was braucht ihr? Ihr braucht unseren Easy Mix. Ein Produkt, was aus der Weihnachtsbäckerei überhaupt nicht wegzudenken geht. Weil hier wird Sahne geschlagen. Hier können wir dann den Quark noch unterrühren. Und das Mascarpone gehört einfach Weihnachten mit dazu. Könnt ihr auch weglassen. Aber soll ja schmecken, ne? Und die Dominosteine werden zerkleinert. Und ich durfte meinen Partymanagern heute erzählen, im Januar kommt unser Rasenmäher für die Küche ins Angebot. 20 Euro sparen sie, beziehungsweise er kostet nur 10 Euro mehr wie der kleine. Den ganzen Januar. Macht ruhig Party mit uns und sichert euch noch eine schöne große Schüssel, die ihr dann im Special-Angebot kriegt. Fragt uns doch einfach, wie es geht. Und wir machen Party mit euch, so wie ihr sie liebt, wie ihr Spaß habt. Was machen wir? Erstmal Dominosteine klein. Rezept heißt 125 Dominostein, 125 Quark, 125 Mascarpone und 100 Milliliter Sahne. Könnt ihr
entscheiden, wie ihr es wollt. Ne? Also wir machen mal jetzt einfach die Menge, die ich hier liegen habe. Bei der Sahne passe ich auf, dass wir halt nur 200 haben und nicht die ganze Packung. Weil Quark ist doppelte Menge, Mascarpone ist doppelte Menge und Dominostein ist auch doppelte Menge. Naja. Ja, wir nehmen unseren Männern was mit. Ja, natürlich. Der also, freut sich über was Süßes heute Abend. Genau, hier kommt die Sahne rein. Hier sind 250 Milliliter drin, 50 bleiben drin. Ihr könnt hier auch abmessen, weil hier gibt es einmal eine Maßeinteilung für Milliliter. Und Sahne ist ja wie Wasser. Ne? Also da kannst du halt nicht wirklich was verkehrt machen. So, da wird die Sahne erstmal angeschlagen. Ja, das geht besser. Ich muss bloß immer die richtige Einstellung hier finden, damit das fest drauf sitzt. Und hier seht ihr schon, dauert, weil hier kann ich noch eine Gangschaltung einlegen, brauche ich aber nicht. Hört ihr? Hört mich gar nicht mehr, ne? Nee. So, guckt mal. Und wenn das leicht angeschlagen ist, und ich arbeite jetzt hier auch nicht mit Vanillezucker, weil das wird nachher noch süß genommen. Ja. Und auch nicht mit Zucker oder irgendwas gesagt. Oder Sahne schlecht drauf. Muss man halt ein bisschen länger drin. Sie wird schon leicht, fängt schon leicht an. Ne? So, nochmal drauf. Hinten wieder schön einführen, damit das fest ist. So, und jetzt ist es wirklich schon angeschlagen. Jetzt werden wir unsere Dominosteine zerkleinern. Und dann machen wir erstmal die Hälfte. So, einen noch, ne? Und dann haben wir genau die Hälfte. So. Haltet. So, Ei geführt. Bajonettverschluss, damit euch nichts hin und her rutscht. Muss man aber die Führung finden, ne? Der Tisch ist immer ein bisschen wackelig. Ja. Ist nicht so fest wie zu Hause ein Küchentisch. Nö. Ne, also hier haben wir jetzt zerkleinert. Ein bisschen müssen wir noch, weil es soll ja richtig schön klein. Für Zahnlose, nein. Damit das auch nicht mit den anderen ganz schön vermischt. So, guckt mal. Also wirklich die Menge schön klein. Ich rieche mal für euch. Weihnachten. Ja, natürlich. Weihnachten. Ja, ne? So, dann gucken wir mal hier rein, was unsere Sahne sagt. Ihr sollt natürlich auch noch mal einen Blick hier reinkriegen. Ne? Also der ist schon mal schön fest. Darf ich dir das mal kurz zum Hacken geben? Weil jetzt gebe ich hier alle anderen Sachen auch dazu. Ein Quark. So. Und mit dem kleinen Topschaber bekommt ihr auch wirklich alles super herausgekratzt. Man könnte sagen, viel zu viel herausgekratzt. Ne? Und bitte passt auf, wenn ihr diese Becher habt. Wir machen ja eins, wir gehen hier rüber und manchmal streicht ihr hier lang. Wenn ihr so lang streicht, es ist sehr scharf hier draußen und da können euch die Topschaber defekt werden, reißen, schneiden. Ihr habt nichts gemacht, na klar, aber die Dosen, ich streiche immer die von innen ab. Machen euch da alles kaputt. Und das muss nicht wirklich sein. Und weil wir nichts wegschmeißen wollen, auch hier, ne? Alles schön mitnehmen. Und dann wird das miteinander schön vermischt. Und wenn das gut schmeckt, dann gibt es das auch Weihnachten bei uns. Ja. Na? Das können wir schön prüfen, ne? Janine, was gibt es bei euch Weihnachten zu essen? Eine Menge. Ja, es gibt Würstchen zum Abendbrot, einen Kartoffelsalat und am ersten Weihnachtstag gibt es Gans oder Ente. Dafür bin ich zuständig dieses Jahr. Mit dem schönen Ultra. Ja. Genau. Dann gibt es hier. So. Das ist so mein Plan. Genau. So, dann vermischen wir das Ganze jetzt. Und Rouladen gibt es bestimmt am zweiten Feiertag. Das ist mein Papa dann zuständig für. So, du musst jetzt bestimmt umschalten. Jetzt merkt ihr schon, ist schwer.
Also schalten wir jetzt auf die andere rüber und vermischen das einfach. Und ihr seht, wie einfach das geht. Ne? Also wirklich schön, Unterschied, ne? schön einfach. Jetzt haben wir hier so eine richtig schöne Menge. Und da wird jetzt unser Dominostein richtig lecker untergerührt. Ja, genau. Hier bräuchte man jetzt so zwei Hände, ne? Zum Halten und zwei zum Arbeiten. Aber ist ja schön. Da können aber auch dann die Kinder gut helfen, finde ich. Ja. Jetzt bis auf zwei. Ja, zwei möchtest du doch zum Garnieren haben. Genau, zwei möchte ich garnieren. So, du setzt dich das mal hier rein, vermischt das. Ich halt. Ich muss mal probieren. Ach. Nimm doch nur den Finger. Schmeckt noch nach nichts. Ist ja nur Quark, Mascarpone und Sahne. Allerdings kommt ja jetzt das Süße. Und ihr kriegt das mit dem Easy Mix auch wirklich noch gut gerührt. Ne? Also braucht ihr euch keine Gedanken machen. Funktioniert super. Ja, wir haben hier nur so eine improvisierte Küche. So, guckt immer. Sieht das schon richtig weihnachtlich aus? Wartet mal. Und das ist erst die Hälfte dazwischen. Guckt mal. Sieht schon schön weihnachtlich aus. Sehe ich das wieder drauf treten? Ja. Das ist 3-Sekunden-Regel. Ach, Kerstin. Kann man essen? Ja, natürlich. Man schmeißt doch keinen Dominostein weg. Nein, habe ich auch nicht weggeschmissen. Nein, nur mal weggeschoben. So, genau, kannst einmal rausholen. Und dann wird das noch untergemischt. Und dann wird der Dominostein einfach in schöne kleine Scheiben geschnitten zum Dekorieren. Und dann gibt es ja schöne Serviergläschen. Ja. Und wenn ihr die schönen kleinen von Tupper habt, die sind echt super. Das hast du hier mitgemacht. Ja, das schafft der gut. So, hier wieder rein. Und wenn ihr Station 2 habt, ne, also hier wirklich auf Station 2 arbeitet, kriegt ihr das auch vermischt. Da müsst ihr euch gar nicht anstrengen. Ne? So. Und wer dann halt wirklich noch das Süße zusätzlich braucht, ja mein Gott, der holt sich halt noch Zucker oder eben ein bisschen Honig und mischt sich das noch unter. Also vom Prinzip ist euer Dessert echt schon fertig und so schnell kriegt man das Weihnachtsdessert, ich denke mal. Wenn das jetzt noch ein bisschen schön kalt im Kühlschrank und zum Mittag, wenn das so eine Stunde durch den Kühlschrank war. Das ist bestimmt lecker. Genau, also ich muss mal hier den Topfschaber benutzen, um hier alles leer zu machen. Und das kriegt ihr nachher auch ganz einfach wieder gereinigt, wenn ihr wollt. Entweder nehmt ihr den Becher mit Wasser gefüllt und dann dreht ihr mit diesem Besen im Wasser sauber. Dann ist es schnell sauber. Oder die Kinder kommen zu Hilfe. Oder sie macht alleine. Die Kinder kriegen nichts. Schmeckt natürlich lecker, ihr Lieben. Also wirklich lecker. Und ich weiß schon, warum ich doppelte Menge gemacht habe. Ich habe jetzt Dominostein mit hier dieser Zartbitterschokolade genommen. Ne? Ihr könnt natürlich auch die Dominosteine. Das riecht hinten schon so schön. Genau, ihr könnt es ja noch nicht riechen. Allerdings, wartet. So sieht unser leckeres Dessert aus. Und ja, das lassen wir uns nachher schön schmecken. Genau, du hast hier schon mal was zum Servieren. Was ihr natürlich machen könntet, so auf dem Teller, wenn ihr jetzt die Spritztülle habt von unserem Tortenzauber, da kann man es noch schick und schön machen. Wir machen Karo einfach. Ist das in Ordnung? Ja, das wird aber auch schick. Das wird schick, ne? Guckt mal. Das gibt es hier rein. Für jeden ein bisschen. Ein bisschen, ne? Mehr mache ich auch nicht rein. Das ist meine Portion. Ne? Ich gucke im neuen Jahr erst. Ne? Also wir wollen nur hier unterhalb. So ja. Nur im granulierten. Ja, der braucht so einen langen Löffel. Haben wir die hier? Sonst müsst ihr ein flaches Schüsselchen haben. Dann suchen wir nochmal. Ja, genau. Also, wie gesagt, zum Schick und Schön so. Und dann legen wir... Wartet mal. Küchenpapier? Nein, ich hole meinen Löffel. Ihr seid ja hier. Ja. Wollte sie nicht anfassen, oder wie? Ja, ich glaube. Ich weiß nicht so genau. Wolltest du gerade den Dominostein nicht anfassen zum Dekorieren, oder? Ja, aber ich muss erstmal hier ein bisschen runter.
bisschen glatt machen. Na, hier runterholen. Mhm. Fürs Foto, sonst sieht das ja wieder nicht so schick aus. Also da muss ich, glaube ich, noch mal einen Kurs belegen für schick und schön. Ne? Wie garniere ich richtig? Wie garniere ich richtig, genau. Also das können wir ja mal machen als Workshop hier. Ne? Mhm, dann ja. Laden wir uns jemanden ein, ja. Der uns das beibringt. Ja. So, dann nehmt ihr den Dominostein, setzt ihn so hier. Mit der Schnittfläche nach oben. Mit der Schnittfläche nach oben. Und dann ist euer Dessert fertig. Schick, einfach und am Ende echt lecker. Und was sagt unsere Mikrowelle? Wie viel Zeit brauchen wir noch? Ups, ich falle hier um. Eine Minute. Oh. Eine Minute. Und ihr wisst, was braucht die Mikrowelle nach der Laufzeit? Stehzeit. Stehzeit. Ein Fünftel der Garzeit. 5 Minuten, sage ich immer. Ja. 5 Minuten über den Daumen. Das ist beim Reiskochen so, das ist beim Nudelnkochen so, das ist so eine Faustregel, die sollte man auch wirklich immer beibehalten. Ja. Denn oftmals sind die Kartoffeln dann die 5 Minuten, die ihr ihnen noch gebt, wirklich gar. Wenn ihr sie vorher rausholt, sind sie oft knubbelig, ne? Oder die Nudeln sind noch ganz schön al dente oder das Gemüse. Und dann sagen die anderen immer, ein bisschen weicher wäre vielleicht nicht verkehrt. Ne? Weil wir haben uns das früher immer so veranschaulicht. Ich weiß gar nicht, ob Janine da schon bei uns war. Wenn wir vom Mikrowellgarn gesprochen haben, haben wir immer von den Molekülen gesprochen, die ja in Wallung kommen und die ja in Wärme kommen. Und wenn auf einmal die Mikrowelle Bing macht, hören die ja nicht sofort auf. Die ruppeln sich ja immer noch so ein bisschen und stoßen sich immer noch an. Und das ist dieser Prozess, jetzt hat es Bing gemacht, das Bing-Essen ist fertig. Und das ist dieser Prozess, diese sogenannte Nachstehzeit, diese Garzeit nach dem Bing. Und es ist egal, ob ihr jetzt euer Produkt in der Mikrowelle stehen lasst oder rausnehmt und in der Küche stehen habt. Aber einfach, dass ihr wisst, keine Hektik, wenn ich noch oben im Kinderzimmer beim Aufräumen bin oder wo auch immer. Und ich höre aus der Ferne dem Bing, dann weiß ich ganz genau, es kann noch ein Momentchen. Und ja, ist lecker, schön. Das ist mir entvornascht. Und dann weiß ich ganz genau, es kann da einfach noch stehen bleiben, tut nichts. Manchmal ist so eine Mikrowelle eingestellt, die dann schon wieder beep, 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 ich bin fertig. Yeah, aber das stört aufmachen, gar zumachen. Nicht, ne? Aber meinst du, wir dürfen es schon einmal rausholen und zeigen? Und dann lassen wir noch mal kurz. Genau. Wir lassen es uns schmecken. Ihr habt Zeit zum Nachmachen. Rezept kommt wieder als Foto. Und für die YouTuber, die es dann hinterher lesen, ihr Lieben, ich werde es heute Nacht nicht mehr schaffen, hochzuladen. Ich komme ja hier nach Bützow, also von Bützow brauche ich immer so gut 3 Stunden bis zu mir nach Hause, bis ich dann bin. Und heute habe ich meinen Buddy im Gepäck, weil der war auf Reisen hier in Schwan am Wochenende zum Weihnachtsmarkt und muss er wieder zu mir nach Hause. Und dann wird es morgen hochgeladen im Laufe des Tages oder abends. Und dann könnt ihr Mittwoch in Ruhe schauen. Ansonsten lasst uns gerne ein Like hier, wenn es euch gefallen hat. Schickt uns gerne eure Fotos, wenn ihr es nachgemacht habt. Weil Zutaten war, wie gesagt, total einfach. Ich muss dir, glaube ich, mal ein bisschen Platz machen. Nur, dass ich einmal ich kann nur den Deckel einmal kurz abnehmen und dann tue ich ihn wieder auf. Oh. Und das ist fertig. Und das ist nicht glaubt, ist es lecker. Höher. Ist es lecker. Und das schmeckt echt auch gut, ne? Der Deckel kommt schnell noch wieder ein bisschen rauf. Genau, noch ein bisschen stehen lassen. Wir lassen es uns schmecken, ihr Lieben. Euch wünsche ich viel Spaß beim Nachmachen. Nächste Woche Montag wird uns die liebe Sandra wieder beehren. Sie hat gefragt, ob sie wieder mit mir kochen darf. Ich weiß noch gar nicht, was wir machen, liebe Sandra. Irgendwas Weihnachtliches lassen wir uns einfallen. Mal gucken zum neuen Programm. Wir haben den Siebserwierer, wir haben ein Mega-Januar-Angebot heute vorgestellt. Also ganz viele Produkte, die man braucht, um rank und schlank im neuen Jahr zu starten. Bei Weihnachten wollen wir erst noch alle gut uns gehen lassen. Na klar. Und im neuen Jahr gibt es gleich am 9., am 2. noch nicht, da weiß ich noch nicht, ob wir Live-Cooking machen. Da ist jetzt ganz frisch und Weihnachten und Neujahr. Aber am 9., da habe ich ein Männerduett für euch, die kochen mit mir. Was ich mit dem lieben Lutz und mit dem Olaf kochen werde, das verrate ich euch dann am 12., wenn ich mich mit den Männern besprochen habe. Schaltet euch sehr gerne wieder ein, nächste Woche mit Sandra und Kerstin zum Live-Cooking. Und bis dahin habt eine schöne Adventszeit. Vielleicht sehen wir uns auf einer Tupper-Party, vielleicht nutzt ihr unseren Webshop, vielleicht kommt ihr uns auch einfach live besuchen. Macht's gut. Tschüss.